Nach einem erfolgreichen Download deines Softwarepaketes kannst du die heruntergeladene Datei mit der Endung .dmg einfach durch einen Doppelklick öffnen. Hier musst du nun das Paket EncryptionDesktop.pkg ebenfalls wieder mit einem Doppelklick installieren. Solltest du das letzte Java-Update auf deinem Mac nicht installiert haben, so erledige dies bitte vorher. Sonst lässt sich der Installationsvorgang nicht zu Ende ausführen. Folge nun einfach dem Setup-Assistenten, lese in Ruhe die Lizenzbedingungen, klicke immer wieder auf Fortfahren und Akzeptieren und nochmal auf Installieren. Trage nun dein Kennwort ein und klicke Software installieren. Ist dein Kennwort nicht richtig, wird sich der Mac beschweren. Nach der Installation muss der Computer neu gestartet werden. Beende also bitte auch noch alle anderen Programme, die bisher laufen. Nach einem erfolgreichen Neustart Ihres Macs meldet sich die PGP-Software direkt mit der Lizenzautorisierung zurück. Tragen Sie nun die Lizenzdaten wie angezeigt ein: Name, Organisation, E-Mail und Ihre Lizenznummer. Klicken Sie danach auf Autorisieren und gedulden Sie sich einfach einen Augenblick. Selbstverständlich benötigen Sie dafür eine Internetverbindung. Zwar ist die Autorisierung auch ohne Internetverbindung möglich, Sie erhalten dazu aber einen separaten Lizenzschlüssel.